Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch, wo ist der kleine Hase? Da ist der kleine Hase. Wir zwei wünschen euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Hier ist es schweinekalt. Schweinekalt. Wirklich. Also, ich habe vergessen, Handschuhe mitzubringen. Ich hoffe, bis zum Ende des Videos sind mir meine Finger nicht abgefallen. Ja, das Thema des heutigen Mittwochsvideos, die Motive, sich einen Hund anzuschaffen, sind inspiriert von einem Erlebnis. Da erzähle ich euch aber später was von. Und übrigens, natürlich bin ich, by the way, voller Vorfreude aufs Wochenende. Seminarsaison geht wieder los. Erstes Seminar, große Freiheit in Gernsheim. Wir geben wieder Vollgas und mit voller Energie. Ich ja sowieso tiefenentspannt nach dem Spanienurlaub. Zu den Motiven. Ich finde, dass sich Hundehalter über ihr Motiv, sich einen Hund oder sogar einen bestimmten Hund anzuschaffen, zu wenig Gedanken machen. Und ehrlich gesagt, wenn ich jemanden, der schon 3, 4, 5 Jahre einen Hund hat, frage, erinnerst du dich noch daran, was war denn dein Motiv? Und ich meine übrigens das echte Motiv, quasi das Motiv hinter dem Motiv. Wenn ich das frage, können mir die Leute das oft gar nicht mehr sagen, ja, was das Motiv war. Was meine ich damit? Also, ein Motiv, einen Hund aufzunehmen, kann sein Mitleid. Einfach Mitleid. Ja, ich sehe irgendwo einen Hund und ich sehe, dem geht's nicht gut, gesundheitlich, also körperlich oder geistig, in einem Tierheim, traurig guckend. Jedenfalls ist das meine Interpretation mit dem traurig guckend. Und er tut mir einfach leid. Und ich möchte an dieser Situation etwas ändern, indem ich ihn bei mir aufnehme. Das sind oft sehr, sehr empathische Menschen, die sich sehr gut einfühlen können in das Gegenüber. Die Schwierigkeit an der Sache ist aber natürlich, dass dieses Motiv meine komplette Handlungsweise beeinflussen wird. Denn dieses Motiv ist eine Art innere Haltung zu diesem Hund, ja. Und dann passiert es eben oft, dass diese Hunde in eine Familie kommen und vielleicht wirklich am Anfang sich schwer tun, sich zu integrieren und so. Und die Leute aber immer noch dieses Mitgefühl haben und entsprechend mit den Hunden umgehen. Das heißt, wenig Regeln, wenig Grenzen, etc. Und dann entwickelt sich der Hund weiter, man kriegt das aber gar nicht mit, ja. Der entwickelt sich weiter und der ist längst zu einem selbstbewussten, coolen Kerl oder Mädchen geworden, wird aber weiterhin noch so behandelt, als ginge es ihm eben ganz schlecht. Das kommt öfter vor, als ihr denkt, ja. Es werden mir unsichere Hunde angekündigt, ängstliche Hunde, wo ich dann sagen muss, ich glaube dir das, dass das mal so war, aber es ist jetzt nicht so und jetzt braucht dein Hund eben was anderes von dir. Oder aber, es kann auch ego-geleitet sein, ja. Ego-geleitet heißt, ich schaffe mir den Hund an, gibt's auch als Statussymbol ein bisschen, ja. Da ist es nicht wichtig, was die Rasse braucht, zum Beispiel, sondern es ist nur wichtig, dass der schön ausschaut und so. Ich kann voll verstehen, dass man sich Hunde nach dem Aussehen aussucht, aber auch wenn das Ganze eben so ein bisschen ego-geleitet sei, wird auch das meine innere Haltung, sich in meiner inneren Haltung und meinen Handlungsweisen dem Hund gegenüber äußern, ja. Oder ich schaffe mir einen Hund an, weil ich Schutz möchte, ja, weil ich ein gewisses Schutzbedürfnis habe dann werde ich unbewusst, wahrscheinlich unbewusst, vielleicht auch manchmal bewusst, Verhaltensweisen des Hundes fördern und gut finden. Territoriales Verhalten zum Beispiel, ja. Dann werde ich das gut finden und werde das bestärken, wenn ich das jetzt noch tue. Wenn der Hund ein Welpe ist, kann ich euch sagen, spätestens mit 8, 9 Monaten hast du mal ein richtiges Problem. Dann lässt er dir nämlich keine Leute mehr rein. Gegebenenfalls, ja. Natürlich alles ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Aber so ist das eben, wenn man ein Video macht, ja. So. Und ich habe, übrigens, seht ihr einen Schlusshund bei der Arbeit?
Seht ihr, er ist gerade stehen geblieben, hat mich angeschaut. Das liegt daran, ihr seht es glaube ich nicht, da unten laufen zwei große weiße Hunde. Egal, so. So, und das äußert sich eben alles. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen, ja. Mein Motiv, mir einen Hund anzuschaffen, ist ein Teil meiner inneren Haltung und wird sich auf meine Handlungsweisen übertragen, ja. So, und jetzt war ich, der Rudi hatte die Kotzerei und ich war beim Tierarzt. Und ich saß in der Kammer des Schreckens, habe ich der Tierärztin auch so gesagt. Die Kammer des Schreckens war das Wartezimmer. Die haben ein Wartezimmer für Hunde und ein Wartezimmer für Katzen. Und ich saß logischerweise in dem für Hunde, übrigens auch ganz typisch für den Schluss. Und jetzt kommt er zurück und sagt, so Mutti, mach mal. Die Kammer des Schreckens. Ich saß da also mit meinem Rudi. Kommt eine Frau rein mit einem Riesen Kuwatsch, rüde und kastriert, nettes Gemüt, möchte ich meinen. Ich saß eine Viertelstunde in diesem Wartezimmer und diese Viertelstunde, ich schätze, der Hund war so 3-4 Jahre alt, diese Viertelstunde, und ich übertreibe kein bisschen, hat die ohne Unterlass diesen Hund zugequatscht mit so einer Babysprache, ohne Unterlass, also ohne einmal Luft zu holen, ja. Und ich schaute dem so in die Augen. Das ist natürlich auch eine Interpretation meinerseits. Aber ich habe so gedacht, ach du Scheiße. Jetzt hat ein Herdenschutzhund durch und durch ein Frauchen, die mit ihm redet, als wäre ein Bichon Frikassé. Ist übrigens nur ein Spaß. Oder ein Kleinpudel. Oder nicht, dass ich das beim Kleinpudel besser fände. Ja? Nur, damit ihr ein Bild habt. Ja? Die hat mit ihm geredet, als wäre er ein Schoßhund. Ja? Ein gestandener Rüde. Und dann habe ich gedacht, wie kommt diese Frau zu so einem Hund? Ja? Was war das Motiv? Dass er wie ein Eisbär ausgesehen hat, als er klein war? Oder was war das Motiv, ja? Weil das war eindeutig, wirklich, nach einer Viertelstunde klar, dass dieser Hund von dieser Frau etwas bekommt, was ihr gut tut, nämlich ihn zu bemuttern und so weiter, ja? Aber nicht das bekommt, was er braucht, ja? Gleiches Phänomen, Frau mit Tochter und Labi, die gleiche Tüte, nur unterschiedliche Reaktionen. Ja, während der Herdenschutzhund das einfach stoisch ertragen hat, ist der Labi natürlich von dem ganzen Gelaber total hohl gedreht, ja, und wurde immer aufgeregter. Und je aufgeregter der wurde, umso mehr wurde er zugetextet, ja. Ach, es ist einfach alles unglaublich. Ich finde, ich meine, ich schaue dann auch drauf und denke, ach Leute, ich werde niemals arbeitslos, so sieht's mal aus. Es ist schon krass, ja. Es ist schon krass, finde ich. Und ich finde wirklich, dass man sich drei Gedanken über seine Motivation machen sollte, sich einen Hund anzuschaffen. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, das wissen ja auch viele, die mich schon länger verfolgen, meine absolute Obermega-Lieblingsrasse ist der Malinois. Ich würde mir aber wirklich heute so einen Hund nicht mehr anschaffen. Ich habe mir meine Mali-Hündin damals geholt. Wirklich komplett, die komplette Motivation war, ich will einen Arbeitshund. Und deswegen haben wir ein wunderbares Leben gehabt miteinander. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, der Border Collie ist auch ein Arbeitshund. Das kann man nicht vergleichen. Also jeder, der beide Rassen gut kennt, der weiß, das kannst du Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ja, das geht nicht. So, genug gelabert, ihr Hasen. Also, falls ihr euch noch erinnert und kramt mal ganz tief in euch drin, was war denn euer Motiv? Ich habe jetzt natürlich nur von 3 gesprochen, könnte 300 aufführen. Was war euer Motiv, sich euren Hund anzuschaffen, und inwiefern denkt ihr, dass sich diese Motivation auch irgendwie im Umgang wiedergespiegelt hat? Hatte dieser Umgang irgendwann mal irgendwelche unerwünschten Konsequenzen? Wenn ja, welche? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ihr Hasen, schaut mal bei mir auf die Homepage. Wir sind bei fast allen Seminaren so gut wie ausgebucht, aber ein paar Termine sind noch frei. Link stelle ich euch rein und dann könnt ihr mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr irgendwo auf dem Seminar. Tschüsschen!